Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge LS22 auf der Wild West 16-fach und in dieser Folge, ich verspreche es euch, wird endlich im Duett gedroschen. Allerdings muss ich sagen, ich habe eben kurz den Kurs eingefahren und mir was zu trinken geholt und hier ist wieder alles auf Stillstand gelaufen. Also, wir haben zu tun. Legen wir los. Ein paar Worte zum Multiple. Ja, wie soll ich das sagen? Multimill-Maschinen-Benutzung, wie auch immer. Es gibt mehrere Dinge, Arten, das zu tun. Und es gibt bestimmt einen Haufen Dinge oder Arten, das zu tun, die besser sind als die, die ich jetzt mache. Ich will euch trotzdem erklären, warum ich so mache, wie ich es mache. Und warum nicht so wie vielleicht andere. Aber sehr, sehr gerne ab damit in die Kommentare. Ich lerne gerne dazu. Und wir haben hier noch einen Haufen Felder und einen Haufen Zeit, dass das besser werden kann. Also, was mache ich nicht? Ich habe jetzt hier auf diesem Feld mal nur einen Punkt. Bei dem anderen Feld habe ich zwei gemacht, beziehungsweise jetzt zwischen den Folgen habe ich da noch einen C-Kurs eingefahren. Also es gibt da drei. Das kann ich also hier zu den Feldern schmeißen. Um nachher zum Beispiel, wenn wir da häckseln, und wir wollen ja da Mais häckseln, jedem Häcksler eigene Abfahrer zuzuordnen. Hier bei den zwei Dreschern, die wir hier nehmen wollen, werde ich mir die Mühe nicht machen, weil ich das glaube, nicht machen muss. Was ich nicht machen werde, ist die Multiple... Fahren den mal rauf, Sekunde. Die Multiple-Fahrzeugfunktion von Courseplay nutzen. Ich muss gestehen, ich habe das jetzt länger noch nicht gemacht. Ich versuche es nochmal in einem geraden Satz. Ich habe das länger nicht mehr gemacht mit Multiple-Fahrzeugen auf einem Kurs. Es ist nur so. Ich lasse den jetzt mal ein Vorgewende machen. Wir gucken uns das mal an. Ja, dann wird er jetzt dieses... Hallo? Dann gucken wir es uns hier an. Er wird also einmal das Vorgewende fahren. Und wird dann in die Bahnen abtauchen. Wenn ich jetzt hier zwei Fahrzeuge habe, kann ich hier unten einstellen, der eine soll jetzt links den linken Kurs haben und dann gibt es rechts. Wenn man drei hat, gibt es links, Mitte, rechts und dann gibt es links, links, Mitte, rechts, rechts und so weiter und so weiter. Oder zwei links, zwei rechts, je nachdem, wie viel man einstellt. Und das hat für mich einen folgenden Nachteil, nämlich ich kann die mehr oder minder nicht so richtig gleichzeitig starten lassen, weil erstmal will, also sagen wir mal, wie erkläre ich es? Ist schwierig zu sagen, was ich damit ausdrücken will. Ich finde, wenn man mit Vorgewende und Bahnen arbeitet, dann fährt der erste los, dann hat er das erste Vorgewende, dann fährt der Abfahrer immer durch die Frucht des zweiten, der noch nicht so weit ist und so weiter und so fort. Deswegen mache ich das anders. Aber wie gesagt, schreibt mir bitte in die Kommentare, falls ihr sagt, Mensch, hat sich in den letzten 100 Versionen von Courseplay so viel getan, das funktioniert jetzt tippidi-toppi. Ich möchte mit Vorgewende arbeiten. Ich erstelle nur einen einzigen, so und deswegen hat er es nicht gemacht, für ein Fahrzeug. Und ich lasse den ersten jetzt das Vorgewende vorfahren. Danach setze ich den zweiten irgendwo von Hand mit dem gleichen Kurs hier rein. Das hat für mich einfach den Vorteil, dass die dann ganz sauber voneinander arbeiten. Wenn man die, wenn man mit diesen zwei Fahrzeugen pro Kurs arbeitet, funktioniert das irgendwie, das sieht nicht so schön aus, habe ich das Gefühl. Aber vielleicht hat sich da auch eine Menge getan. Schreibt es mir gerne mal in die Kommentare. Lange Rede, kurzer Sinn. Viel Blödsinn gequatscht. Erster Wegpunkt. Das können wir ausblenden. Das können wir ausblenden. Dann holen wir uns den Arion. Der ist auch wieder da, den hier. Drescher abfahren. 13 Gerste und wir fahren das... ach ja, da war ja was. Ein Schotte will seine Frau überraschen, erwischt sie mit einem anderen im Bett. Er überlegt nicht lange und schreit, stellt euch hintereinander auf, dann reicht eine Kugel.
So, jetzt wollen wir aber wirklich mal loslegen. Ja, können wir erstmal hier reinfahren. So, du bist hier angekommen, das ist okay. Dich fahre ich einfach nur so ein Stückchen nach vorne. Und dann sehen wir mal zu, dass wir hier ein paar Leute on den Start kriegen. Und dann sehen wir auch zu, dass wir den zweiten Drescher besorgen. Du hast deine Arbeit beendet. Dann kannst du einfach mal hier stehen bleiben. Du nicht, du fährst bitte nach Hause und holst dann die Ballenpresse. Dich brauchen wir noch nicht. Oh, was war das denn jetzt? Gucken, ob wir den dann zur Hilfe brauchen. Ich schätze mal aber nicht. Du bist auch fertig. Superliner. Ah ja. Das ist wirklich... und wir haben schon 30.000 Liter verkauft. Also das, dieses kleine Feld fast 1 Million. Also wir brauchen ein größeres Senffeld. Muss ich mal anders hinsetzen. Das ist schon mal klar. Den Fortschritt. Den fahren wir einfach hier von Hand rüber. Da sollst du das. Da sollst du. Das ist ja das Senffeld. Du holst dir dann Mineraldünger. Jawohl. Ein Vorgewinde. So. Hand in die Eisen. Ja, macht sich jetzt hier eine Pocket, das ist auch in Ordnung, weil normalerweise hat man ja nicht so viel Platz um die Drescher herum. Und Drescher ist genau das Stichwort. Mähdrescher. Wir lassen ihn genauso, wie der ist. Bandlaufwerk ist klar. GPS ja. Kennzeichen auch. 46. Kaufen. Na, seht ihr? 21. So, und das erste Mal können wir hier den Drescher, den packen wir direkt zum Drescher. Ah, jetzt haben wir tatsächlich zwei von diesen fetten Viechern. Wisst ihr noch, wie wir angefangen haben? Hatten wir gar keinen Drescher. Gar keinen. Wie weit sind die hier? Bin ich ganz die Mitte getroffen, aber egal. Ja, dann fahr da rum. Ich kann es auch nicht. Ich kann es auch nicht mehr ändern. Ja,
Parken. Parken. Den können wir auch parken. Den parken wir tatsächlich und dann parken wir ihn. Er hat wieder sehr, sehr gute Dienste geleistet. Den werden wir nicht verkaufen. Für die kleineren Felder ist er im Moment noch ausreichend. Nachher macht es dann irgendwann keinen Sinn mehr. Stellen wir ihn irgendwo hin. Oh, und jetzt wird gleich Heu gemacht. Heu und... wo wollte ich denn jetzt hin? Ich bin noch so rum reinfahren, oder? Ist egal. Heu und... Ah, das ist ein Biest. Kriegt er noch den Satz hin? Ich glaube nicht. Heu und Doppeldrescher-Aktion in einem Video. Oh, diese... Nur hier am Hof. Ah, nochmal gucken, woran das liegt. Ich finde das raus. Macht euch keine Sorgen. Falls ihr es wisst, schreibt es mir gern. Eine Halle brauchen wir auch, aber guckt mal oben rechts. Keine Chance gerade. Ja, ich werde hier nach der Folge auf jeden Fall mal gucken, woran das hier liegt. Es nimmt ja überhand. Das erste Mal auf den Ryzen gewechselt. Hätte ich vielleicht lassen sollen. Mal sehen, keine Ahnung. Mehr Intel gehabt, aber der Ryzen ist im Moment einfach, hat einfach die Nase vorn. Meiner Meinung nach. So, der fährt hier noch das Vorgewende. Das ist übrigens auch ein Riesenfeld, das darf man nicht unterschätzen. Wird auch wieder sehr viel Stroh bei rumkommen. Können wir mal überlegen, ob wir das Ballen, die Ballenhalle von Fett kaufen. So, Gülle. Den müssen wir, muss ich mal erstmal machen. In welchem ist denn jetzt was drin? Dem? Den machen wir einmal sauber und dann muss der dringend zu dem Feld mithelfen. Der hat... Na gut, der hat noch Platz. 75, also fast 50%. Der hat aber noch nicht 50% vom Feld. Ja. Da kommt was runter. Was ist die Prognose? 569.000. Okay. Stecken das Güllefass am besten hin. Am besten auch da. Oh, Holzbalken fast voll, okay. Du bist hier angekommen, das ist in Ordnung. Ach, hier steht ja noch der Mutt. Ich fahre mal jetzt erstmal ein bisschen aus dem Weg. Schon mal ausklappen.
Ja, und wie immer beenden wir die Folge mit dem, was wir so gemacht haben. Und dem Holz. Komm an die Holzbalken. Doch, da komme ich auch ran. Nochmal eine Ladung Holzbalken da rausholen. Damit die Triggerwarnung oben verschwindet. Man sieht ja gar nicht so viel, wenn man zum Frontlader fährt. Täuscht man sich? Wir müssen mal überlegen, bei den heutigen Holzpreisen, was das hier wert ist. Wie viel sind denn das? Mal angucken. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 mal. 1, 2, 3, 8. Was sind das? 10 mal. Sind die quadratisch? Oh, 8 mal 8 da oder so? Aha. So, und mit diesem Meisterwerk der Beladekunst verabschiede ich euch bis zur nächsten Folge. Ich habe euch versprochen, dass wir in dieser Folge Double Drescher Action machen. Hat aber nicht geklappt. War zu viel zu tun. War nicht mit Absicht. In der nächsten Folge geht es dann auf jeden Fall los. Macht's gut. Bis dann. Tschüss.